Wir kommen nun zu Tagesordnungspunkt 6, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen, Drucksache 19/3347 aus 19 zu Drucksache 19/3373 aus 19. Hier ist Berichterstatter Abg. Merz. Wir rufen dazu auf den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Drucksache 19/3376 aus 19 und Tagesordnungspunkt 25, Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 19/2649 aus 19 betreffend Asylrecht verteidigen. Zur Berichterstattung über den Gesetzentwurf, Abg. Merz. Ausschusses zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen. Beschlussempfehlung: Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der LINKEN, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Danke für die Berichterstattung. Der erste Wortbeitrag kommt von Abg. Bartelt, CDU-Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir schaffen heute die gesetzliche Grundlage zur Erhöhung der Pauschalen für die Kommunen zur Unterbringung von Flüchtlingen. Das ist ein guter Tag für die Kommunen, die Flüchtlinge, die aufnehmende Gesellschaft, die Helfer. Die Pauschalen werden rückwirkend zum 1. Januar um 45% erhöht. Sie steigen in den Kreisen Nord-, Mittel- und Osthessens von 601 auf 865 €, im Rhein-Main-Gebiet Südhessen von 652 auf 940 € und in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach von 725 auf 1050 € pro Person und Monat. Alleine für diese Erhöhung fließen 110 Millionen € in 2016 an die Kommunen zusätzlich. Damit steht Hessen an der Spitze derjenigen Länder, die die Unterstützung der Kommunen über eine Pauschale regeln. Ebenso wichtig wie die Höhen der Hilfen für Kreise und kreisfreie Städte ist der Konsens zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden. Er wurde im Dezember 2015 erzielt. Der Hessische Städtetag, der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund äußerten Zufriedenheit über die Verhandlungsergebnisse. Handlungsfähigkeit der Kommunen, bedarfsgerechte Unterstützung und Beendigung von jahrelangen Auseinandersetzungen wurden in den Stellungnahmen hervorgehoben. Die Einbringung des Gesetzentwurfs der Regierungsfraktion mit der SPD und die Zustimmung der FDP zeigen die große Übereinstimmung im Hessischen Landtag. Bei der Übermittlung der Formulierungshilfen des Ministeriums für den Fraktionsgesetzentwurf ist uns leider ein kleiner Fehler unterlaufen, der den Ergänzungsantrag notwendig macht. Für die Flüchtlinge, die ohne formelles Asylverfahren über die sogenannte Notstandszuweisung hierher kommen, es handelt sich in erster Linie um Flüchtlinge aus Syrien, sollen natürlich ebenfalls die größeren Beträge der Pauschalen gelten. Meine Damen und Herren, die Bürgerinnen und Bürger erwarten von uns, dass wir mit Konzepten auf allen staatlichen Ebenen die Flüchtlingsfragen angehen. Dies ist auch angesichts der Bewertung der Wahlergebnisse am letzten Sonntag von großer Bedeutung. Ich möchte bezogen auf Bund und Land hier einige wenige Stichpunkte nennen. Zunächst in Stichpunkten, die die Bundesebene betreffen. Die Erhöhung der Bundesmittel für das UN-Flüchtlingswerk UNHCR um weitere 500 Millionen €, Fluchtursachenbekämpfung vor Ort, erfolgreiche Gespräche mit den Maghreb-Staaten durch den Bundesaußenminister, abgelehnte Asylbewerber dort wieder aufzunehmen, aktuelle Gespräche der EU mit der Türkei. Hier wurde das Etappenziel erreicht, dass
aufgegriffene Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Seegrenze von der Türkei zurückgenommen werden. Das Geschäft der Schleuserbanden wird so deutlich reduziert. Die Bundeskanzlerin hat an diesen Ergebnissen entscheidenden Anteil. In einem Interview der FAZ am Sonntag vorletzte Woche erklärte etwa der türkische Ministerpräsident Davutoğlu, die EU sei zwar ziemlich widersprüchlich in ihrer Haltung, aber die einzig verlässliche, ernstzunehmende, zielorientierte Gesprächspartnerin ist eben unsere Bundeskanzlerin. Zur Landesebene. Das Land hat es in einem Kraftakt geschafft, für alle Flüchtlinge, die vorübergehend in Zelten untergebracht worden waren, eine befestigte Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Zustände wie in Berlin, Lageso, sind in Hessen ausgeschlossen. Obdachlosigkeit gibt es in Hessen nicht. Der in Hessen einzigartige Aktionsplan, der mit 1,3 Milliarden € finanziert wird, wird schon jetzt in Teilen umgesetzt, etwa in Bereichen Sprachvermittlung, Unterstützung ehrenamtlicher Hilfe, medizinischer Versorgung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist die richtige Antwort auf Bedenken und Fragen der Bürger. Und dies werden wir hier auch gemeinsam als Politik fortsetzen. Abschließend sei all denjenigen gedankt, hier im Hessischen Landtag, bei den Kommunalen Spitzenverbänden, die das Verfahren der Änderung des Landesaufnahmegesetzes schnellstmöglich ermöglicht haben, damit die Finanzmittel auch an die kommunale Ebene umgehend fließen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Cárdenas, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, fünf Minuten zu diesem Thema wahrlich nicht angemessen, aber gut, müssen wir jetzt mit leben. Die Landesregierung will die Pauschalen, die das Land den Gebietskörperschaften für die Aufnahme von Geflüchteten zahlt, anheben, wie sie es bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt hatte. Diese Initiative wird, und das irritiert uns etwas, ohne weitergehende Forderungen auch von den Sozialdemokraten mitgetragen. Meine Damen und Herren, die Erhöhung der Pauschalen war schon lange überfällig. Die Gebietskörperschaften sollen über den bisher benannten Personenkreis hinaus auch für die zuerst vermutlich vergessenen Personen, die Vorantragstellungen beim BAMF schon zugewiesen wurden, eine Erstattung erhalten. Das alles ist begrüßenswert, aber noch lange nicht ausreichend, auch nicht als alleiniges Signal an die Kommunen. Die Pauschalen sind nicht ausreichend, weil sie nicht kostendeckend sind. Eine vollständige Erstattung der realen kommunalen Aufwendungen ist auch nach Auffassung der Kommunalen Spitzenverbände der sachgerechte und bessere Weg, um die Verschuldung in den Kommunen nicht zu erhöhen. Es fehlen etwa Mittel für Personal, um Wohnungen und Unterkünfte zu akquirieren. Es fehlen ebenfalls die Mittel für zusätzliches Personal für Verwaltung, für Sachbearbeitung und die Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch aus einem anderen Grund ist die vorgelegte Änderung des LAG für uns nicht ausreichend. Es wurde nämlich die Chance vertan, es um ein Landesaufnahmekonzept zu ergänzen, weil wir ein solches wie viele andere, wie z.B. die Liga der Freien Wohlfahrtspflege, der Hessische Flüchtlingsrat, der Frankfurter Arbeitskreis Trauma und Exil und der Evangelische Regionalverband für unbedingt erforderlich halten, haben wir die wichtigsten 6 Punkte in unserem Antrag, der Ihnen auch vorliegt, zusammengefasst. Die Grundidee des Konzepts ist, wir wollen für die Flüchtlinge, die für eine längere Zeit hier leben, eine Perspektive zur gesellschaftlichen Teilhabe schaffen. Die wichtigsten Forderungen unseres Konzepts sind erstens eine flächendeckende und unabhängige Flüchtlingsberatung, damit die Asylsuchenden Orientierung und kompetente Beratung in einem fremden Land bekommen. Zweitens eine verlässliche Verfahrensberatung in allen, auch den dezentralen hessischen Erstaufnahmeeinrichtungen, um das komplizierte Asylverfahren zu erklären. Drittens eine hauptamtliche Struktur zur Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements in jedem Landkreis. Viertens
eine Unterstützung und Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements auf Landesebene durch eine landesweite Vernetzungsstelle. Fünftens und sechstens eine Verbesserung der psychosozialen Versorgung traumatisierter Flüchtlinge durch den Ausbau der bisher bestehenden Zentren und den Aufbau neuer Zentren. Ein letzter Punkt. Der vorgelegte Gesetzentwurf von CDU, SPD und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN beinhaltet ebenfalls keine Kriterien bzw. Mindeststandards für eine menschenwürdige Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden. Wir fordern weiterhin eine Integration vom ersten Tag an. Asylsuchende müssen sofort arbeiten dürfen, Zugang zu Sprachkursen erhalten und dort wohnen dürfen, wo sie einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu Bildungs- und Qualifikationsangeboten haben. Also, es gibt noch viel zu tun. Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. Ich bitte Sie, stimmen Sie am Ende unserem Antrag zu. Er ist eine gute, ja notwendige Ergänzung des vorgelegten LAG. Beim Auftreiben der dafür benötigten finanziellen Mittel werden wir Sie gerne natürlich auch unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung kommt von Kollegen Merz, SPD-Fraktion. Ach, seufz. Ich weiß, das ist immer so. Immer hinter den Kurzen kommen die ganz Langen. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich will, bevor ich zu dem Gesetzentwurf komme, weil es die einzige Gelegenheit in diesem Plenum ist, über die Situation von Flüchtlingen zu reden, und Kollege Dr. Bartel hat ja auch ein paar Streifzüge in die allgemeine Flüchtlingspolitik gemacht. Ich möchte diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne auf die Situation an der mazedonisch-griechischen Grenze aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass in die lange Reihe der europäischen Unglücksorte, die mit Lampedusa begannen und sich über Lesbos und Parnsdorf, wenn Sie sich erinnern, das ist der Ort in Österreich, in dem 71 Flüchtlinge erstickt in einem LKW gefunden worden sind, dass sich Idomeni in diese lange Reihe von Elendsorten jetzt einreiht und dass es eine Schande für Europa ist, hier zuzusehen. Und Herr Kollege Dr. Bartel, weil Sie sich hier lobend über die Initiative der Bundeskanzlerin gegenüber der Türkei oder gegenüber den Gesprächen zur Türkei geäußert haben, ich wäre nicht so voreilig, weil wir nicht wissen, wie das ausgeht und weil es auch in Ihren eigenen Reihen gegen ein paar Bestimmungen, insbesondere in den Reihen Ihrer bayerischen Schwesterpartei, ein paar erhebliche Vorbehalte gegen einige der Regelungen gibt. Zum Beispiel gegen die Frage, ob man im Austausch gegen die vorgeschlagene Rücknahme von Flüchtlingen zu Visumsbefreiungen für die Türkei kommt. Das war interessanterweise etwas, was Sie mit einem vollendeten Saldo rückwärts im letzten Jahr bei Ihrem famosen CDU-Unionsgipfel beschlossen hatten. Das hat mich ja schon gewundert. Deswegen hat mich jetzt nicht wirklich gewundert, dass der bayerische Ministerpräsident offensichtlich die erste Gelegenheit benutzt, um da an dieser Stelle die Rolle rückwärts zu machen. Also ich bin sehr skeptisch, ob das tatsächlich hinkommt, nicht nur wegen unserer europäischen Partner. So, und jetzt zu dem Gesetz jetzt, denn an der Stelle sind wir uns einig, dass mit diesem Gesetz, mit dieser Novelle des LAG, der begrenzten Novelle des LAG, die deswegen begrenzt ist, weil sie eilig ist, damit die Kommunen sozusagen, nicht sozusagen, damit die Kommunen unverzüglich in den Genuss der erhöhten Pauschalen kommen. Zu deren Auskommlichkeit werde ich noch etwas sagen. Und deswegen wird in diesem Gesetzentwurf eben im Moment nur dieses geregelt und nicht viele andere Dinge auch, die in der Tat geregelt werden müssen. Auch dazu werde ich noch etwas sagen. Und dazu wird es auch noch ein paar gesetzgeberischer Anstrengungen bedürfen. Was wir heute regeln, ist ein Teil oder ein Baustein für einen Teil der Probleme, die mit der Aufnahme, Betreuung und Integration von Flüchtlingen einhergehen, und zwar für den Teil, der die Kommunen betrifft, der die Frage betrifft, ob die Kommunen
ob die finanzielle Belastung der Kommunen, die aus dieser Aufgabe, nämlich der Aufnahme, Betreuung und Integration von Flüchtlingen einhergehen, ob die minimiert werden können und minimiert werden sollen. Ja, und das soll so sein, und das muss auch so sein, weil die Kommunen neben den anderen staatlichen Ebenen im letzten Jahr, insbesondere im letzten Jahr angesichts einer in der Tat einzigartigen Situation Beispielhaftes geleistet haben, im Zusammenhang mit anderen staatlichen Ebenen, vor allen Dingen aber im Zusammenhang mit vielen, vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen und mit vielen tausend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Ich habe gesagt, die Pauschalen sind aus unserer Sicht angemessen. Sie sind es, weil die kommunalen Spitzenverbände unisono sagen, dass sie es sind. Ich habe das in der ersten Lesung schon gesagt. Wir werden an dieser Stelle nicht schlauer sein und nicht versuchen, schlauer zu sein als die kommunalen Spitzenverbände. Im Übrigen ist es auch tatsächlich so, wenn man nicht einbezieht in diese Leistungen Dinge, Belastungen, Ausleistungen, für die die Kommunen originär nicht zuständig sind oder die durch das LAG nicht berührt werden. Dazu gehört der ganze Bereich des Wohnungsbaus, dazu gehört der Bereich der Kindertagesstätten, dazu gehört der Teil so Ausbau von schulischen Kapazitäten, wenn notwendig sind. Dazu gehört der ganze Bereich der gesundheitlichen Versorgung über das sozusagen durch das Asylbewerberleistungsgesetz vorgeschriebene Maß hinaus. Dazu gehört z.B. die Frage des Aufbaus von psychosozialen Zentren. Dazu gehört die Frage des Ausbaus der Traumabehandlung, der Traumatherapie. Das alles ist nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie über das LAG zu regeln, sondern es ist über andere Maßnahmen zu reden, über die bei anderer Gelegenheit zu reden sein wird. Es wird natürlich über die Frage der Standards zu reden sein. Und ich weiß, und darauf will ich jetzt abschließend hinweisen, in den paar Sekunden, die mir noch bleiben, wir werden in diesem Jahr, wenn ich richtig sehe, noch eine weitere Novelle des LAG bekommen. Da wird es um Anpassung an bundesgesetzliche Regelungen gehen. Wir werden das zur Gelegenheit nehmen, das LAG auf solche gesetzgeberischen Handlungsbedarfe zu überprüfen. Und wir werden eine Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendgesetzbuches bekommen, weil das nötig geworden ist vor dem Hintergrund neuer Regelungen im bei der Behandlung, bei der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern, wie es jetzt heißt. Bei diesen beiden Gesetzentwürfen bieten wir die konstruktive Zusammenarbeit an. Und dann wird über viele der Dinge, von denen Kollegin Cárdenas geredet hat, zu reden sein, hoffentlich mit Erfolg. Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Rock, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich glaube, es ist richtig, an der Stelle noch einmal die Asylpolitik in Hessen noch einmal grundsätzlicher zu beleuchten, da ja klar ist, dass dieser Gesetzentwurf auch von uns mitgetragen wird, wie auch von den anderen Fraktionen im Haus, was natürlich auch zeigt, dass es hier im Grundsatz um eine richtige Entscheidung geht. Nur kurz beleuchtet. Wir alle wissen, dass die Kommunen eine hohe finanzielle Last zu stemmen hatten, dass wir viele Dinge nur lösen konnten, weil ein unglaubliches Bürgerengagement vor Ort vorhanden ist, war und ist, und dass wir dort helfen müssen, dass dieses Engagement nicht leidet, weil wir die Menschen brauchen. Wir brauchen eigentlich noch ein paar mehr dieser Menschen. Und gleichzeitig müssen wir hoffen, dass die Kommunen ihr Engagement auch weiter auf der Höhe und in dieser Intensität fortsetzen können. Und diese Pauschalen, jeder, der sich damit jetzt beschäftigt hat, sicherlich wird der Minister da auch noch einmal darauf eingehen, sind wirklich auskömmlich. Das muss man feststellen. Und ich habe auch noch nirgends etwas anderes gehört. Vielleicht kann man es sogar als Landespolitiker sagen, sind mehr als auskömmlich. Aber das muss am Ende die Praxis zeigen. Aber es gibt den einen oder anderen im Landesrechnungshof, der das womöglich schon so sieht. Ich möchte darum die Pauschalen nicht kritisieren. Ich möchte den Gesetzentwurf nicht kritisieren. Aber ich möchte etwas zu der Frage sagen, wie gehen wir mit der Herausforderung um. Diese finanzielle Großleistung, die der Steuerzahler und das Land Hessen als der Walter dieser Mittel jetzt auf sich genommen hat, ist aber nur ein Teil der Herausforderung, die auf uns zukommt. Und es muss uns klar sein, dass solche Herausforderungen nicht jedes Jahr zu stemmen sind, nicht in diesem Umfang und auch nicht in der Intensität, weil sicherlich jedem klar ist, zumindest hier in diesem Haus, es hätte auch andere Verwendungen geben können für dieses Geld.
jedem Fachpolitiker wäre hier sicherlich im Bildungsbereich, im Sozialbereich, im Sicherheitsbereich, in der Infrastruktur. Jeder hätte vielleicht eine gute Idee gehabt, was man auch noch mit diesem Geld hätte machen können. Wir wissen, dass die Humanität und die Herausforderung dieser besonderen Situation diese Entscheidung heute auch rechtfertigt. Aber uns ist auch allen klar, wir sind hier nur Sachwalter dieser Mittel, und wir müssen uns auch rechtfertigen, was mit diesem Geld passiert. Und es ist noch nicht die Ende der Fahnenstange, nur für die Menschen, die heute bei uns sind. Und darum ist es immer noch sehr ärgerlich, dass wir bis heute noch nicht klar wissen, wie die Bundesregierung gedenkt, mit der Flüchtlingskrise strukturell umzugehen. Es ist uns bis heute noch nicht klar. Es gibt bis heute noch kein Zuwanderungs-Einwanderungsgesetz, das klar macht, wie dauerhaft nachhaltig mit der Zuwanderung umgegangen werden soll. Das ist wichtig. Warum ist das wichtig? Weil ich wissen muss, stelle ich mich darauf ein, ob Leute 3 Jahre hier bleiben, oder stelle ich mich darauf ein, ob hier Leute dauerhaft bleiben. Investiere ich in dauerhaften Wohnraum oder investiere ich nicht in dauerhaften Wohnraum? Wie ist sozusagen damit umzugehen? Wir haben ja auch schon Flüchtlingskrisen gehabt, in der viele Menschen wieder zurückgegangen sind. In manchen Bereichen wäre es wichtig zu wissen, was will die Bundesregierung wirklich? Was sollen die Kommunen stemmen, und was müssen sie investieren, und auf was müssen sie sich einstellen? Und bei dem Antrag der LINKEN, um noch einmal kurz auch darauf einzugehen, wenn man ihn so überfliegt, jedem Fachpolitiker im Sozialbereich ist klar geworden, dass alle sozialen Standards, die hier einmal geschaffen worden sind, brauchen nur von der Frage der unbegleiteten Minderjährigen zu sprechen. Die sind gefallen. Und ich hoffe, sie sind nicht dauerhaft gefallen. Wenn wir uns die Frage der Betreuung der Minderjährigen anschauen, wir haben ja auch das Thema, dass minderjährige Flüchtlinge einfach weg sind, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Also, es sind Themen, die ich mir so hätte vor 3 Jahren, wenn wir das Thema diskutiert hätten, so nicht vorstellen können. Wir alle wissen, und das ist kein Vorwurf an die Landesregierung. Ich habe auch einmal an den Minister einen Brief geschrieben, wie ich mich über den Landrat aufgeregt habe. Ich habe jetzt das Briefeschreiben eingestellt, weil es einfach faktisch nicht anders zu lösen ist. Wir müssen jetzt alle in der Situation bereit sein, das, was da ist, an Ressourcen einzusetzen, Stück für Stück aufzubauen und die Situation zu bewältigen. Aber es ist sicherlich gerade bei den unbegleiteten Minderjährigen kein Fortschritt, den wir dort erzielt haben, sondern aus meiner Sicht waren wir da schon einmal weiter. Und darum ist es auch ärgerlich, dass, wenn ich lesen muss, dass es im BAMF immer noch nicht möglich ist, mehr Anträge abzuarbeiten als auflaufen, dass solche Dinge, die ärgern einen einfach. Die kann man auch vor Ort nach einem halben Jahr in der Form nur noch schwer erklären. Ich glaube, viele hier im Raum teilen das. Jetzt ist meine Redezeit. In der Tat. Ich wollte gerade darauf hinweisen. Leider am Ende, und das ist schade, weil das Thema noch viel mehr, weil man zu dem Thema noch viel mehr zu sagen hätte. Das Gesetz ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, wir können uns nicht dauerhaft zusätzliche Investitionen in dem Umfang leisten. Aber das ist jetzt notwendig, und ich glaube, es ist der richtige Weg, wenn wir das heute in der breiten Mehrheit beschließen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Goldbach, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie Sie wissen, hat der Vogelsbergkreis im Jahr 2014 beschlossen, eine Normkontrollklage gegen das Land Hessen einzureichen, um die volle Kostenübernahme der Unterbringungskosten für Flüchtlinge zu erreichen. Ich habe mich damals dagegen ausgesprochen im Vogelsbergkreis und dafür auch entsprechende Kritik geerntet. Aber heute kann ich sagen, dass das richtig war, und zwar aus verschiedenen Gründen. Nämlich einmal, weil unklar war, ob diese Klage überhaupt Erfolg haben würde und den Vogelsbergkreis auch erst einmal Geld gekostet hat. Der Kreis hat dann auch seine Klage zurückgezogen. Zum Zweiten, weil das Land Hessen zu diesem Zeitpunkt bereits angekündigt hatte, mit den Kommunalen Spitzenverbänden weitere Verhandlungen zu führen über eine weitere Erhöhung der Pauschalen. Und für Verhandlungen ist es nicht gerade förderlich, wenn einer der Partner am Verhandlungstisch gegen einen anderen klagt.
und das ist der wichtigste Grund, ich bin der Meinung, dass in einer so wichtigen Frage wie der Integration und Unterbringung von Flüchtlingen der einzig richtige Weg eine einvernehmliche Lösung zwischen Land und Kommunen bzw. kommunalen Spitzenverbänden sein kann. Gerade da sollten wir uns nicht an überflüssigen Fronten gegenseitig bekämpfen, sondern zusammenarbeiten zur Bewältigung dieser großen gesellschaftlichen Aufgabe. Jetzt haben wir hier einen Gesetzentwurf vorliegen, und der bietet eine sehr gute Lösung für die Finanzierung der Unterbringung in den Kommunen. Und es freut mich und uns besonders, dass es ein Gesetzentwurf von CDU, SPD und GRÜNEN ist und dass die anderen Fraktionen angekündigt haben, dem Gesetzentwurf zuzustimmen. Das ist dieser Sache angemessen. Wir haben im Vergleich der Bundesländer damit mit die höchsten Zuweisungen an die Kommunen. Höher liegt nur Bayern. Allerdings ist es auch nicht direkt vergleichbar, weil in Bayern ein ganz anderes System ist. Dort ist Aufgabenerledigung und Kostenkontrolle auf einer anderen staatlichen Ebene, denn dort errichten und betreiben die Regierungsbezirke Gemeinschaftsunterkünfte. Also liegen wir damit Hessen wirklich sehr weit vorne mit unserer Finanzierung der Kommunen. Aber mit der finanziellen Ausstattung, und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, und das haben ja auch meine Vorredner gesagt, mit der finanziellen Ausstattung ist es nicht getan. Denn in den Kommunen fängt die Arbeit jetzt erst an, wenn die Flüchtlinge dorthin kommen. Wir wissen, was dann passiert. Da kommen Menschen hin, die sind uns in den Städten und Gemeinden erst einmal fremd aufgrund ihrer Sprache, ihrer Kultur. Umgekehrt sind wir denen fremd, unsere Sprache, unsere Kultur, unsere Lebensweise. Das sorgt erst einmal für Verunsicherung, und zwar auf beiden Seiten. Was hilft, ist kennenlernen, zu sehen, wie die anderen leben, wie sie denken. Und dann wollen wir langsam zusammenwachsen, wir, die schon länger hier leben, und die, die neu dazukommen. Wir wollen gemeinsam eine neue Gesellschaft bilden. Diese Gesellschaft wird sich verändern. Sie wird nicht so bleiben wie bisher. Aber es ist auch klar, diese Gesellschaft wird weiterhin auf den Grundfesten stehen, auf denen sie jetzt auch steht, nämlich auf unserem Grundgesetz und auf unserem Wertesystem. Ich denke, für uns Politiker bleibt eine große Aufgabe, und das ganz besonders nach dem Ergebnis der Kommunalwahl, nämlich nicht nur zu sagen, wir schaffen das, da sind wir ganz auf der Seite der Kanzlerin, sondern auch zu sagen, wie wir das schaffen. Wir müssen den Menschen immer wieder erklären, warum es richtig ist, die hier ankommenden Flüchtlinge zu integrieren. Wir müssen ihnen sagen, dass wir in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, dass wir Gastarbeiter als Gäste behandelt haben, obwohl sie schon längst Mitglieder unserer Gesellschaft waren, dass wir diese Fehler nicht wieder machen und dass wir sagen, unsere Gesellschaft braucht auch Zuwanderung. Wir sind ein Auswanderungsland zahlenmäßig, kein Einwanderungsland. Wir können alle Menschen, die herkommen, nur begrüßen, weil wir sie brauchen. Wir haben eine Überalterung, das wissen wir alles. Flüchtlinge sollen nicht die Reservearmee für unseren Arbeitsmarkt sein. Aber unsere Gesellschaft kann nur weiter bestehen und sich weiterentwickeln, wenn Menschen aus anderen Ländern zu uns kommen, hierher kommen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir es schaffen, mit allen demokratischen Parteien zusammen, mit den Kommunen, mit dem Bund, mit dem Land, an dieser Aufgabe so zu arbeiten, wie wir es angefangen haben, dann werden wir diese große Aufgabe auch bewältigen. Vielen Dank. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich denke, im Interesse der Kommunen ist es gut, dass sich der Hessische Landtag auf ein sehr verkürztes Gesetzesverfahren verständigt hat, sodass das Ergebnis der Verhandlungen über die Pauschalen nun auch zügig umgesetzt werden kann. Verhandlungen mit den Kommunen, die mehr oder minder das ganze Jahr 2015 in Anspruch genommen haben. Ich will aber, weil Herr Kollege Merz das auch zum Anlass genommen hat, durchaus noch ein paar Dinge sagen, die einem sonst viel zu leicht aus dem Gedächtnis sind und gar nicht über die Fragestellung der jetzigen internationalen Situation. Da teile ich Ihre Auffassung, und ich teile auch
die Kritik oder den Appell, den Sie an dieser Stelle getätigt haben. Ich will allerdings sehr klar und sehr deutlich sagen, dass ich schon stolz darauf bin, was wir mithilfe der Zivilgesellschaft, der kommunalen Seite, aber auch als Land im Jahr 2015 geschafft haben. Ich hatte letzte Woche alle Einrichtungsleiter zu einer Sitzung zusammen und habe versucht, Ihnen neben dem Dank, den ich Ihnen auch zum Ausdruck gebracht habe, die Situation ein bisschen so zu beschreiben, indem ich gesagt habe, das Jahr 2015 war für uns eher das Jahr der Improvisation in dieser Fragestellung, weil es gab keinen Masterplan, keine Blaupause, wir konnten vieles nicht machen, was wir vielleicht, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, vielleicht auch ein Stück anders auf den Weg gebracht hätten. Aber wenn das das Jahr der Improvisation im letzten Jahr gewesen ist, dann ist es jetzt in diesem Jahr das Jahr der Struktur. Und zu der Fragestellung der Strukturen gehört auch, logischerweise gemeinsam mit den Kommunen zu überlegen, an welchen Stellen wir auch gemeinsam Fortschritte erzielen können in der Fragestellung von Aufnahme, Versorgung und Integration. Und wenn wir es geschafft haben, zum Winteranfang kalendarisch keine Zeltplätze mehr zu haben, wenn wir es geschafft haben, im Januar, wie wir gesagt haben, dass die Turn- und Sporthallen wieder ihre Nutzung zurückgegeben werden können, wenn die Kommunen es wollen, das Land sie nicht mehr nutzt, und wir momentan in einer Situation sind, dass wir alle mal als Notunterkünfte akquirierten Liegenschaften in eine Landesregie übernommen haben, sofern die Kommunen sie uns anbieten wollten, sieht man, dass wir auf einem guten Weg sind, die Strukturen entsprechend auch zu schaffen, die wir brauchen, weil ich auch der festen Überzeugung bin, wir müssen jetzt die Zeit, wo tatsächlich die Zahlen von Flüchtlingen und Asylsuchenden, die zu uns kommen, relativ niedrig sind, diese Zeit eine Atempause nutzen, genau solche Strukturen auch zu schaffen, um dann aber auch gewappnet zu sein für den Fall, dass diese Zahlen wieder ansteigen, und dann arbeiten zu können, auch gegenüber der kommunalen Familie, ohne dass wir mit Katastrophenschutzeinsatzbefehlen oder anderem arbeiten, sondern einfach Zeit haben, eben die Strukturen auch entsprechend zu schaffen. Auf diesem Weg sind wir. Und damit Kommunen an dieser Stelle auch die Möglichkeit haben, dann ihre Aufgaben entsprechend auch mit einer entsprechenden finanziellen Dotation nachzukommen, ist es so wichtig gewesen, dass diese Pauschalen angepasst worden sind. Ich will an der Stelle aber auch noch eines sagen, es war auch ein Lernprozess für die kommunale Familie. Weil mit diesem Gesetz wird ja erst einmal eine Zweistufigkeit der Pauschale, und zwar im Hinblick auf diejenigen, die vorher schon im Bezug von SGB-II-Leistungen gewesen sind und denen, die nicht im SGB-II-Bezug gewesen sind, vorgenommen. Dann ist es den Kommunen gegenüber schon deutlich geworden, dass es für einen großen Teil der Asylsuchenden und Flüchtlinge, die bei ihnen aufgenommen worden sind, durchaus eine mehr als auskömmliche Finanzierung gegeben hat. Wir haben ja jetzt zum 1. Januar angefordert, die entsprechenden Zahlen, und unsere Prognosen treffen ein, dass im Landesdurchschnitt zwischen 18 und 20% der Asylsuchenden, die zu uns kommen, vorher schon im SGB-II-Bezug sind oder im SGB-II-Bezug. Bitte? Nein, wir haben ja die Zahlen, Herr Schmidt, von den Kommunen, die haben sie uns ja gemeldet. Da brauche ich nicht auf den Landesrechnungshof zu warten, sondern ich muss mir nur die Zahlen der Kommunen anschauen, weil auf dieser Grundlage bekommen die ausschließlich ihre Pauschalen ausgezahlt. Da brauche ich keinen Landesrechnungshof an dieser Stelle. Der Landesrechnungshof hat in seinem Bericht an dieser Stelle durchaus auf dieses Phänomen hingewiesen. Aber die Zahlen sind ihm nicht bekannt gewesen. Wir haben die Zahlen in der Zwischenzeit, weil sie Gegenstand der Pauschalzahlungen sind. Und 18 bis 20% im Landesdurchschnitt ist schon relativ hoch. Wobei es durchaus auch einzelne Ausreißer gibt, wo die Anzahl derjenigen bei 70 und 75% gelegen haben. Und insofern ist auch in einer solchen Diskussionsprozess und in einem solchen Abstimmungsprozess schon sehr deutlich geworden, dass wir, wenn wir uns um der Sache willen, versuchen zu einigen, damit jeder seine Aufgaben entsprechend nachkommen kann und sie vollziehen kann, wir auch dann zu vernünftigen Lösungen kommen. Und dieses ist eben in dieser Vereinbarung über die Pauschalen auch entsprechend auf den Weg gebracht worden. Und wenn dieses jetzt Gesetzeskraft erlangt, dann können die Kommunen auf dieser Grundlage auch die erhöhten Pauschalen bekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Minister, vielen Dank. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr.
werden jetzt erst zu beschließen über den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 19-3176. Wer stimmt zu? CDU, das ganze Haus, das ist einstimmig. Dann gehen wir zum Gesetzentwurf. Was machen wir mit dem Entschließungsantrag? Der geht in den Ausschuss. Was? Also der Entschließungsantrag Top 25 geht in den Ausschuss. Und jetzt gehen wir zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen. Wer in zweiter Lesung seine Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keine. Wer enthält sich? DIE LINKE. Damit ist der Gesetzentwurf einstimmig angenommen und zum Gesetz erhoben. Herzlichen Dank.